Hey, Süße. Was ist los mit dir, hm? Was hast du? Ich... Hey, ist ja gut. Komm, ist ja gut. Alles ist gut, ich bin bei dir. Hm? Nichts ist gut. Sie hat mir die Hände auf dem Rücken festgehalten und mir irgendwas in den Mund gestopft. Ich konnte mich gar nicht wehren. Verstehe. Hey. Bist du verletzt? Glaub nicht. Keine Sorge, ich kümmere mich drum, ja? Ich mach eine Pause. Brauch mal eine oder geh runter zu Kalle. Gib dir was. Ja, hey, ich bin's. Ja, ich brauche euch hier für einen Spezialauftrag. Hier hat sich jemand einer Dame gegenüber sehr unhöflich benommen. Ja gut, ich warte unten. Bis gleich. Was wird denn das? Ich gehe nach Hause. Ich kann nicht mehr, entschuldigen. Jetzt kommen wir erstmal wieder runter, hm? Beruhige dich, alles ist gut. Morgen früh wirst du da ganz anders drüber. Mann, kriegst du eigentlich noch irgendwas mit? Das war ein Psycho! Der hätte mich auch umbringen können! Scheiße, Mann! Warum habt ihr den nicht gecheckt? Ich mach das nicht mehr. Ich bin raus. Hey! Jetzt hörst du mir mal zu, ja? Jeder macht ja seine Arbeit. Du deine, ich meine. Meinst du, mir macht die ganze Scheiße hier Spaß? Weißt du eigentlich, was für mich auf dem Spiel steht? Rund um die Uhr? Und du, Prinzessin, legst dich hier einfach nur hin und machst das, was du sowieso am besten kannst. Also, komm wieder runter! Ist da nichts passiert? Sechs Monate nach, dann ist die ganze Scheiße hier vorbei und wir machen einen Abflug. Dieses Arschloch wird sich wünschen, er wäre niemals aus der Fort zu seiner Mutter gekrochen. Das verspreche ich dir. Ich liebe dich. Geister des Feuers, der Transformation, der Veränderung. Unterstützt uns in unserer Arbeit. Oh, danke, Mama, aber die Sterne, der geht wirklich nicht. Mein Schatz. Oh. Armin wird dir helfen, wieder gesund zu werden. Schließ einfach die Augen. Vor dir verläuft deine Lebenslinie. Nach rechts in deine Zukunft und nach links in deine Vergangenheit. Hey, hey, Anna, hey, hey. Wir schwimmen auf ein Boot zu. Ein Segelboot. Aha. Schwimm mal näher ran und guck nach, ob du was erkennen kannst. Mein Opa. Er lächelt mich an und winkt mich aufs Boot. Möchtest du auf das Boot? Ich weiß nicht. Ich. Sie halten dich zurück, stimmt's? Du sollst stark sein. Du schaffst das. Ist das so? Ich erlaube dir, dich zu lösen. Ich erlaube dir, auf das Boot zu steigen. Du darfst weiterreisen. Dein Großvater ist bei dir. Du kannst ihm vertrauen. Danke. Ich steige jetzt an Bord. Und legt ab. Ach, Opa. Mach's gut, mein Freund. Wir sehen uns bald wieder. Ihr guten Ahnen. Bringt ihn dahin, wo es für ihn richtig ist. Wacht über ihn auf seiner Reise.
Everything falls into place. Das erlebe ich halt gerade im Moment in jedem Aspekt meines Lebens. Ich komme aus dem Harz. Also ich sah schon ziemlich anders aus, als ich heute aussehe. Also ich war grufti, ich hatte schwarze Haare hier an den Seiten wegrasiert. Am ersten Abend, den ich gearbeitet habe, kam dann meine Chefin zu mir. Ah, Herr Feschner, hörst du sie mal, gehen Sie mal an den Tisch, Sie will, sind bei der Aschebecher aus, Herr Feschner. Und ich habe kein Wort verstanden. Wenn dann so die Blüten an den Bäumen, ging er immer irgendwie erstmal so stundenlang und schnupperte an diesen Blüten. Und dann sagte er, los, wir gehen jetzt mal eine Stunde raus, nehmt mal einfach nur die Natur wahr. So, das war dann seine Improvisation. Und wir so, hä, was will denn der von uns? Aber es war schön. Und irgendwann hatte ich bei dem den Punkt, wo ich plötzlich wusste, okay, auf der Bühne mache ich einfach alles. Da habe ich keine Hemmungen. Ich mag eben diese Figuren, die so in diese Extreme abdriften. Ich spiele das gerne. Die psychisch krank sind, die irgendwie am Rand sind, die irgendwie so drüber sind und eine Macke haben. Wenn das so boom, paff, paff. Und so, wenn der ganze Körper mit dabei ist, wenn man schwitzt und so. Wird selten als der jugendliche Liebhaber besetzt, was ich gar nicht verstehen kann. Wenn ich es als Schauspieler schaffe, die Leute so in eine Geschichte reinzuziehen, dass sie vergessen, dass sie sich gerade einen Film anschauen. Eka Shushin, ist japanisch. Das ist eins meiner Wünsche, die ich habe, im Herzen der Menschen Freude zu bereiten. Namaste.